Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marvel's Avengers. Gut, ich dachte mir, wir fangen jetzt mal mit der Aim im Visier-Kampagne an. Bin mal gespannt, wie lang die geht. Also wahrscheinlich nicht so lang wie die Hauptkampagne. Und da geht es dann um Kate Bishop. Mal gucken, nachdem ich jetzt auch die Hawkeye-Serie mal geschaut habe, weiß ich ungefähr, was von ihr so zu erwarten ist, beziehungsweise so ein bisschen was von ihrer Origin-Story. Kate Bishop schließt sich den Avengers an, um AIMs gefährlichen neuen Plan zu vereiteln, und dabei entdeckt sie mehr, als sie erwartet hätte. Kate tritt aus dem Schatten ihres Mentors heraus und wird ein eigenständiger Avenger. Okay, dann starten wir mal und ich bin mal gespannt. Avengers, wir brauchen eine Bedrohungseinschätzung von Ihnen. Irgendwas stimmt nicht. Die Details erkläre ich persönlich. Ich habe die Koordinaten meiner Position an Ihren Einsatztisch gesendet. Wir sollten uns endlich treffen. Alles klar, das hatten wir, glaube ich, schon mal. So, theoretisch könnten wir jetzt ja auf Kate wechseln. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, weil ich glaube, letztes Mal hat er irgendwas nicht gepasst. Hey, von Ladebildschirm zu Ladebildschirm. So. Nein, ich will jetzt keinen einladen. Wie gesagt, ihre Mission würde ich dann halt auch ganz gern mit Kate selber machen. Deswegen auch schon auf Maustastatur gewechselt. Weil das mit den Zielen dann besser geht. Willkommen in der Shield Substation Zero, Avengers. Sie war eines von Furies Geheimnissen und wird in Zukunft Shields neue Operationsbasis sein. Wir haben unsere besten Leute kontaktiert. Sie werden also viele bekannte Gesichter treffen. Sehen Sie sich um und kommen Sie dann in mein Büro. Ah, okay, super, aber das scheint jetzt zu funktionieren. Sehr schön. Oder es kann natürlich auch sein, dass Kate dann quasi jetzt erst auftritt. Okay, das scheint jetzt auch neu zu sein. Mist! Was denn? Schraube runtergefallen. Moment, ich habe noch eine. Vorsichtig damit. Nachher tritt jemand drauf. Das ist schlimmer als Legosteine. Ich bin hier drüben, wenn Sie mich brauchen. Genau, haben wir eigentlich irgendwas abzugeben? Das ist der schönste Tag meines Lebens. Dankeschön. So. Na, ja, guck mal, das wäre schon deutlich besser als das, was wir haben. Dann wechseln wir mal aus. Immer wenn Sie etwas kaufen, bekomme ich Gänsehaut. Toll, ne? Danke. Wirklich. Von ganzem Herzen. Danke. Gut, also umgeschaut haben wir uns hier ja schon. Von daher. Gehen wir doch mal ins Büro, gucken, was das wird.
Andererseits. Ich werde dann, glaube ich, gleich mal gucken. So, jetzt wird das mal verfolgen. Achso, ja gut, das sind diese Dinger noch. Wegen den Missionen. Was musst du denn noch machen? Achso, die Mission noch, okay. Du musst, glaube ich, noch ein bisschen was Polymorph-Schaden und Inhuman-Punkte. Du bist auch bei der Mission, du bist bei der Mission. Das heißt, es sei nur noch du, die hier irgendwelche fortlaufenden Sachen machen muss. Gut. Werden wir bei Gelegenheit nochmal wechseln. Alles klar. Wechseln wir noch einmal kurz aus. Schön, Sie persönlich zu treffen. Wir arbeiten ab jetzt direkter zusammen. Hologrammgespräche haben ihre Grenzen. Was ich jetzt sage, klingt absurd, aber Dr. Pym hält die Bedrohung für real. Wir haben auf der ganzen Welt Zeitstörungen registriert, sogenannte Tachyonenstürme. Ein erfahrener, knallharter Einsatztrupp muss diese Orte untersuchen. Sie sind die perfekten Kandidaten. Unsere Agents werden Sie bestmöglich unterstützen. Agent Morales übernimmt die Verfolgung der Tachyonenstürme. Melden Sie sich bei ihr, dann geht es los. Okay, schauen wir mal. Frag mich, ob die mit Miles Morales verwandt ist. Aber sie sehen, wir werden auf einige bekannte Gesichter hier treffen. Da unten. Wir könnten Ihre Hilfe wirklich gebrauchen. Schön, Sie wiederzusehen. Freut mich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Tachyonenstürme fegen über die Welt und sie werden mit jedem Tag häufiger. Wir wissen nicht, was sie verursacht und warum, aber wir brauchen Antworten. Wir glauben, dass sie etwas mit den Störungen zu tun haben, die wir hier hatten. Wie ein Zeitschluckauf oder ein intensives Déjà-vu. Ich habe einen Ort gefunden, der fast ständig Tachyonenstörungen hervorbringt. Ich denke, das ist der perfekte Startpunkt. Alles klar, schauen wir mal. Hier stimmt was nicht. Dann auf zu Masken. So, sehr schön. Bisschen mit Iron Man, bitte. Okay, gut. Auch in Ordnung. Wenn AIM etwas mit diesen Tachyonenstörungen zu tun hat, sind sie dabei, etwas Neues zu Wissenschaftlern. Und mit Monika als Scientist Supreme von AIM wird die Sache für uns noch viel schwieriger. Muss ich etwa Georgie Boy vermissen? Tachyonenstörungen. Erhöhte Produktionskapazität. AIM skaliert alarmierend schnell hoch. Tja, machen wir mal eine Sicherheitsprüfung. Ich habe das Gefühl, dass die Tage seit dem letzten Zwischenfall heute zurückgesetzt werden. Empfange unbekannte Übertragung. Okay, ich weiß nicht, wer den Vogel fliegt, aber du bist im falschen Luftraum, Kumpel. Jarvis, haben wir Verstärkung angefordert? Heilige Scheiße, die Avengers! Moment, ich leg euch kurz in die Warteschleife. Okay. Hey Jarvis, wo kam der Funkspruch her? Er wurde aus der Anlage vor uns gesendet. Sie haben anscheinend einen Fan. Anerkennung ist immer schön. Sie klingt vertraut.
Seltsam. Ich empfange ungewöhnliche Interferenzen aus der Nähe. Seltsam und ungewöhnlich. Vielleicht genau das, was wir suchen. Mhm. So. Wo war hier nochmal bei der Statur die Sache mit Dings anzeigen? Tab war es ja nicht. Schauen wir nach. So. Interagieren, Taktikbus V wahrscheinlich. Zu 3, Ping Emote, Pause. Ja. Ja, das scheint es zu sein. Sonst haben wir ja nichts. Also los. Auf Vögel aufscheuchen. Ich kann weitere Informationen beschaffen, sobald wir dort sind. Okay. Das wird ein schlechter Tag für euch. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier schon angelockt haben, aber passt ja. AIM-Einheiten voraus. Anscheinend untersuchen sie irgendetwas. Greifen wir an, solange sie abgelenkt sind. Alles klar, holen wir es euch später. Guten Tag. Versucht's bloß. Autsch. Dann mach ich mal das, was ich immer bei meinen Leuten vernachlässigt hatte, mich mal ein bisschen um die Fernkämpfer kümmern, aber es gibt noch Loot mitzunehmen. Das ist doch schön. So, schön weiter drauf ballern. Wer lebt denn da noch? So, da hat man den Blatt. Ah, da, da oben Ballast. Okay. Na komm, hau die mal platt. So, sehr schön. Der hat auch nicht mehr so viel. So, ihr könnt auch mal runter. Sehr schön. Du möchtest noch Stress haben.
Muss man echt noch mal ein bisschen umgewöhnen hier. Ha! Der Kopfschuss hat noch gesessen. Sehr schön gemacht. Nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Okay, Respawn eingeschränkt, das ist in Ordnung. Brauchen wir noch Leben? Scheinbar erstmal nicht. Dann schauen wir mal, was hier so ist. Dieser Aimbot sollte wohl in die Luft fliegen. Thermale Komplettverwirrung, Sir. Das hat zweifellos Aims Aufmerksamkeit erregt. Das ist eine Ablenkung. Anscheinend sorgt unser Fan selbst für ein wenig Ärger. Ich empfange mehrere Notrufe. Aim ist im Alarmzustand. Das war's mit dem leichten Zugang. Auf zur Anlage. Pronto. Wenn wir schnell sind, können wir das Ding vielleicht noch bergen. Wir müssen rausfinden, was Monika mit diesem Tachyonen-Chaos zu tun hat. Okay. Lass mir noch ein bisschen was gönnen. Aber tatsächlich gibt's hier erstmal nicht allzu viel Nebensachen. Zum Mitnehmen. Da kommen weitere Wachen, Sir. Ich sehe sie. Oh ja. Wird schon, würde ich sagen. Aber erstmal vielen Dank für die Fragmente hier. Was könnte ihr Ziel sein? Rache ist oft eine starke Motivation. Du lernst ja dazu. In eurer Haut möchte ich nicht stecken. Gut, auf geht's. Ups. Tschüss. Ach, der ist gerade noch ein bisschen geschützt hier. Unser Gast hat Aim anscheinend ordentlich verärgert. Ja. Richtig fix hier unterwegs. Gut. Jetzt ist hier mal was, okay. Was mitzunehmen? Eine Kiste. Mit einigen Gegnern. Das ist aber auch kein Akt hier. So, sehr schön. Hallo Tor. Das habt ihr euch alle hier oben hin verzogen. Naja, nicht wirklich. Kollege, nicht wirklich. Da kommen einige unfreundliche Gestalten. Hm? Sehr cool. Dann können wir direkt unser mal weiter. Fan ist wahrscheinlich schon drin. Und macht zweifellos jede Menge Ärger. Ja, scheint so. Aber gut, gehen wir weiter. Beziehungsweise fliegen in dem Falle.
Cap spawnt einfach mal so. So, meine Liebe. Kennst du den Spruch, der Feind meines Feindes ist mein Freund? Sie reagiert nicht. Wahrscheinlich ist sie peinlich berührt. Ich bin ja auch sehr belesen. Feindkontakt! Okay, dann rein. Erledigt sie! Mensch, ich bin unterwegs. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schön erledigt. Also hier müssen wir dann hinten auch wieder weiter. Das scheint wieder ein Gegner zu sein, den wir umhauen müssen. Lernen diese Typen es denn nie? Versucht's bloß! Okay, der trifft auch noch. Alles klar. Ja, oh komm, ich glaube, wir hauen noch ein bisschen drauf. Dankeschön, Kamala. Sehr freundlich. Hier war aber noch was, ne? Der war auf jeden Fall ein bisschen überrascht. Sie waren unserer Stärke nicht gewachsen. Ja. Eine Kiste. Jawohl. Die Fähigkeit wieder alle aufgefüllt. Gibt es hier noch was Interessantes mitzunehmen? Bisschen was an Fragmenten. Dann tun wir das mal. Dann mal wieder zurück zum eigentlichen Ziel. Ja, lebensenergiemäßig sind wir gut ausgestattet. Da fehlt zum Glück nichts. Okay. Die nächste AIM-Anlage. Das war ein schlechter Zeitpunkt, um mir zu folgen, Stark. Das war auch nicht der Plan. Vertrau mir. AIM setzt Torwächter als Security ein. Sie müssen sie loswerden, bevor ich in ihr System eindringen kann. Ah, okay. Ein paar Fernkämpfer. Deswegen ziehe ich mich nochmal zurück.
Ich glaube, die regenerieren sich ja eh jetzt wieder. Ja, kommt auf jeden Fall wieder mit. Ist in Ordnung. Können wir euch da vielleicht mal rausziehen? Wahrscheinlich eher weniger, ne? So war's gemacht. Na doch. Zeit für das schwere Gerät. Danke fürs Heilen. Auch gleich, tatsächlich. Ausgezeichnet. Wieder ein Agent am Boden. Danke. So, genau, den anderen haben wir, glaube ich, auch schon zerlegt. Oder die anderen auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr nötiges Leben hier. Ja, da müssen wir es halt etwas näher ran. Ich glaube, da ist aber der Hulkbuster gar nicht so schlecht. So, schön. Alle mal hier. Die fetten Angriffe rausholen. Aber hier können wir es ja auf jeden Fall mal nutzen. Mich, Sir. Tu nicht so, als hättest du keinen Spaß. Das stimmt allerdings. So, super. Das hat doch mal wunderbar geklappt. Dankeschön. Brauchen wir noch irgendwas an Leben? Glaube nicht. Und mitzunehmen ist, glaube ich, auch nichts mehr fürs Erste. Okay. Haben wir alles? Dann nutzen wir doch mal hier die Konsole und gehen mal rein. Okay, und ich bin zurück. Tut mir leid, dass du warten musstest, Tony. Tony? Moment. Kennen wir uns? Erinnerst du dich nicht? Oh, das tut weh. Tja, ich kenne eine Menge Leute. Wie wär's mit einem Hinweis? Okay, mal sehen. Weltklasse Bogenschützin und Turnerin? Nein? Privatdetektivin in Teilzeit und Genie in Vollzeit? Sieht klasse in Lila aus. Ich bin's, Kate, Dummkopf. Kate Bishop? Aber du bist ein kleines Kind. Ein winziges Kind. Du weißt schon, dass ich damals 19 war, oder? Bei dir klingt das so, als hätte Hawkeye ein Baby trainiert. Was machst du denn hier? Wo bist du gewesen? Das besprechen wir alles später. Hoffentlich. Wir treffen uns drin. Alles klar. Im richtigen Stockwerk. Wohin, Kate? Folge der Roboterspur bis zum Hangar. Dort treffen wir uns. Viele kaputte Roboter hier drin. Du hast viel Schaden verursacht. Hast du einen Abrisstrupp mitgebracht? Ja, mich. Nicht schlecht, Kleine. Überhaupt nicht schlecht. Siehst du sehr was Interessantes? Vielleicht irgendwas mit Tachyonenstörungen? Ich muss ganz nah an was dran sein. Keine Ahnung, woran.
Der Hangar ist direkt voraus. Finden Sie das richtige Terminal. Ich kümmere mich um den Rest. Ich hab's. Okay, hier ist aber noch Loot mitzunehmen. Das würde beim nächsten Mal machen, würde ich sagen. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.